Hallo und willkommen zurück. Wir werden uns heute den Kreisring anhand von einem konkreten Beispiel genauer ansehen. Unser Beispiel lautet: Berechne den Umfang und Flächeninhalt des Kreisrings mit R1 ist gleich 8,5 cm und R2 ist gleich 3,75 cm und gib die Breite des Kreisrings an. Runde das Ergebnis auf zwei Nachkommastellen. Also beginnen wir mit dem Umfang. Wir kennen die Formel für den Umfang des Kreisrings bereits. Diese lautet U ist gleich 2 mal Pi mal in Klammer auf R1 plus R2. Wir setzen nun für R1 8,5 und für R2 3,75 ein und erhalten einen Umfang von rund 76,97. Unsere beiden Radien sind in Zentimeter gegeben, daher ist unser Umfang auch 76,97 cm. Außerdem kennen wir die Formel für den Flächeninhalt bereits. Diese lautet a ist gleich Pi mal in Klammer auf R1 zum Quadrat minus R2 zum Quadrat. Auch hier setzen wir für R1 8,5 und für R2 3,75 ein und erhalten einen Flächeninhalt von rund 182,80. Unser Flächeninhalt ist also 182,80 Quadratzentimeter. Abschließend fehlt uns noch die Breite des Kreisrings. Wir wissen, die Breite des Kreisrings ist die Differenz der beiden Radien. Also b ist gleich R1 minus R2. Wir setzen erneut für R1 8,5 und für R2 3,75 ein und erhalten die Breite des Kreisrings von 4,75 cm. Der Umfang beträgt somit 76,97 cm und der Flächeninhalt 182,80 Quadratzentimeter. Der Kreisring ist 4,75 cm breit. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen und wir sehen uns beim nächsten Mal erneut. Bis bald!